Hallo und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Ausgabe der monatlichen Technik-News. Und in dieser Ausgabe geht es natürlich um den Monat Juli, was in den letzten Wochen bzw. halt in dem letzten Monat alles so vorgestellt wurde an neuer Technik, an Gerüchten so rausgekommen ist und so weiter. Ihr kennt es ja mittlerweile schon und ich würde auch sagen, fangen wir damit direkt an. Eine kurze Sache wie immer vorweg, wenn ihr mich unterstützen wollt und meinen Kanal einfach interessant findet, könnt ihr gerne bei Social Media vorbeigucken, denn da erfahrt ihr einfach noch ein bisschen mehr von all dem, was mich so interessiert und was euch vielleicht auch interessieren könnte, beziehungsweise zu Videos, die auf meinem Kanal hochgeladen wurden, gibt es dann immer noch mal ein paar Neuigkeiten oder Ergänzungen. Und ihr könnt auf jeden Fall auch dem Video einen Daumen geben, wenn es euch gefallen hat, beziehungsweise abonnieren, wenn ihr keine News mehr verpassen wollt und auch nicht die anderen Videos verpassen wollt, die ich sonst so hochlade. Also schaut gerne mal vorbei und abonniert. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit den News. Und anfangen möchte ich heute mal mit einer News für die Nerds unter euch, sage ich mal. Nämlich hat Intel eine neue Roadmap vorgestellt. Die Roadmap wechselt nämlich jetzt so ein bisschen die Bezeichnung. Sie gehen halt jetzt von Nanometer-Anzahlen, also wer es nicht kennt, Nanometer ist halt die Anzahl, in die die Transistoren oder die Größe, in der Transistoren gebaut werden, so gesehen, gefertigt werden. Und Intel steckt da im Moment bei zum Beispiel 10 Nanometern. AMD ist mit TSMC, das ist der Produzent hinter AMD, bei 7 Nanometern, genauso wie Samsung bei 7 Nanometern ist. Und Intel möchte jetzt halt so ein bisschen, Marketing darüber werfen, dass die noch nicht so weit sind. Aber es macht tatsächlich auch ein bisschen Sinn, denn es ist mittlerweile gar nicht mehr so wichtig, wie viele Nanometer ein Prozessor hat, sondern Intel hat es halt mit der 10-Nanometer-Architektur geschafft, nach langer Zeit, nach langem Warten, nach langem Verschieben. Aber sie haben es geschafft, dann irgendwann die 10 Nanometer rauszubringen. Und es ist halt sehr wichtig, nicht unbedingt wie groß die Transistoren sind, sondern welche Dichte sie haben. Also, dass sie einfach, besser zusammengepackt werden, sage ich mal, einfach denser sind, ich weiß nicht, wie das deutsche Wort dafür ist, kompakter gebaut und dadurch dann halt einfach mehr auf eine CPU passen. Und da ist jetzt halt mittlerweile gar nicht mehr so wichtig, wie sie gefertigt werden, in welchem Nanometerstandard, sondern generell, wie sie gefertigt werden. Und da ist Intel halt so oder so jetzt schon irgendwie besser mit 10 Nanometern, obwohl es sich nicht so anhört. Deswegen gehen sie jetzt auf andere Bezeichnungen. Sie haben jetzt halt ihre 10 Nanometern und in den nächsten Jahren folgen dann 7, 4, 3 und 20a. Damit möchte Intel halt so ein bisschen umgehen, dass sie schlechter aussehen, weil sie halt nicht 7 Nanometer oder demnächst 5 Nanometer da stehen haben, sondern 10 Nanometer oder ab der Intel 4 Architektur, sage ich mal, wird es halt dann auf 7 Nanometer runtergehen, auch für Intel. Aber so sieht es halt nicht mehr aus, dass Intel hinten dran ist, denn sie sind es ja auch nicht. Denn wenn man die Zahlen mal so ein bisschen vergleicht, dann sieht man jetzt schon bei der neuen 10-Nanometer-Architektur von Intel, ist man bei 100 Transistoren pro Quadratmillimeter und bei TSMC und Samsung ist man da halt eher bei 50 und das, obwohl die bei 7 Nanometern sind. Also das ist halt ein Vergleich, der einfach nirgendwo gemacht wird und deswegen hat Intel halt die Roadmap so geändert, dass sie sich halt spricht wie die Nanometer beziehungsweise ab dem 20a, wird es dann halt nicht mehr in Nanometern angegeben, sondern in einer anderen Größe, dessen Namen ich gerade wieder vergessen habe. Und wenn wir jetzt schon bei den Prozessoren und Nanometern und diesem ganzen Nerdzeug sind, dann können wir auch direkt mal rüber gucken zu TSMC, denn die haben jetzt im gleichen Schritt so gesehen angekündigt, dass ihr Werk in 2022 schon fertig gebaut werden soll, in 2023 dann die Maschinen fertiggestellt werden sollen für deren 2-Nanometer-Produktion. Und das heißt dann halt, dass da von TSMC auch Druck kommt, wie man es jetzt halt schon erwarten kann, ist dann natürlich die Dichte bei 2 Nanometern trotzdem nicht so überragend, wie es bei Intel dann in vielen, vielen Jahren sein wird bei 2 Nanometern. Aber dennoch ist es natürlich ein großer Fortschritt, dass man halt schon
an die physikalischen Grenzen kommt, etwas so klein zu bauen. Denn tatsächlich erwartet man nicht tiefer als 2 Nanometer oder vielleicht 1 Nanometer drunter zu kommen. Und ich denke mal, ja, das ist halt auch irgendwo logisch, denn man muss sich halt vorstellen, wie klein sowas ist. Nanometer ist halt für das menschliche Auge schon nicht mehr wirklich erkennbar. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich Wear OS 3.0, das groß angekündigte neue Wear OS von Google, welches ja auch sehr, sehr viele Neuerungen mit sich bringt und auch zusammen mit Samsungs Tizen OS zusammengeworfen wurde, so gesehen, um das Beste aus allen Welten irgendwie zu schaffen. Und in dem speziellen Fall hier geht es jetzt darum, dass die Zeiten sich jetzt alles so ein bisschen geändert haben. Also zum einen ist rausgekommen, dass für ein Update, die es von 2.0 auf 3.0 wahrscheinlich geben wird, also die soll es geben, diese Updates, jedoch muss dafür die Uhr komplett zurückgesetzt werden. Also es ist nicht so wie bei einem Android-Update von Android 11 auf 12 oder 10 auf 11 oder wie auch immer, dass man einfach ein Update machen kann und fertig, sondern es ist wirklich so, dass die Uhr komplett zurückgesetzt werden muss. Und ja, das ist halt natürlich ein bisschen doof. Zudem wurde jetzt halt das Datum ein bisschen nach hinten verschoben oder der Zeitrahmen. Es soll nämlich erst nächstes Jahr irgendwann mal dazu kommen, dass es diese Updates gibt. Und das ist halt wohl alles auch nicht so einfach, weil es halt, ja, wie schon gesagt, ein komplett neues OS ist. Dennoch gibt es die Vermutung bzw. die auch halbwegs Bestätigung von Samsung und Fossil, dass dieses Jahr noch Uhren von den beiden kommen wird. Vor allem natürlich Samsung, die werden wahrscheinlich die ersten sein, denn sie haben ja mit Google daran zusammengearbeitet. Also wird eine Samsung Gear Watch dann dieses Jahr auf jeden Fall noch kommen mit WatchOS 3.0. Es soll aber auch laut Fossil eine Uhr geben von denen, die ja aus deren eigenen Mündern, sage ich mal, das Beste sein soll, was eine Smartwatch nur sein kann. Und tatsächlich glaube ich dem auch, denn ich habe ja jetzt schon seit ein paar Jahren tatsächlich meine Fossil Explorers Gen 4. Dazu könnt ihr euch hier oben auch mal einen Erfahrungsbericht angucken. Und die ist halt tatsächlich schon ziemlich gut. Und wenn jetzt neue Prozessoren von Qualcomm, die deutlich besser sind, und Wear OS 3.0 in so eine Uhr kommen, dann wird das schon ziemlich cool. Aber wird wahrscheinlich ein bisschen teuer. Ende dieses Jahres wahrscheinlich erst. Und wer noch eine ältere Uhr hat, die vielleicht kompatibel ist, dann wird das Update erst nächstes Jahr auf jeden Fall folgen. Dann hatte Huawei ein Event. Nämlich haben sie jetzt endlich mal ihre Huawei P50 und P50 Pro Smartphones vorgestellt. Diese Smartphones sind natürlich wieder sehr fokussiert auf die Kamera, aber man muss sagen, das Design ist wieder sehr eigenständig und wieder sehr, sehr cool. Es gibt zwar jetzt nicht wieder so coole Farben, wie es damals mal gab, aber ich finde, die Rückseite ist wirklich sehr gut gelungen mit dem Kamerabump, der wirklich sehr gut aussieht, meiner Meinung nach. Es ist wirklich sehr was sehr anderes. Die Kameratechnik dahinter ist auch ziemlich anders. Also wir haben eine normale 50-Megapixel-Kamera und wir haben eine 40-Megapixel-Monochrom-Kamera. Das gab es schon öfters mal in verschiedenen Smartphones, auch von Huawei. Und da muss man sagen, das war eigentlich nie wirklich immer so hilfreich. Diese Monochrom-Kamera war einfach immer so ein bisschen Marketing. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob es in einem P50 Pro wirklich dann der Durchbruch ist, diese Vermischung von Farb- und Monochromkamera. Ist halt ein großer Vorteil bei Monochromkameras, die können sehr viel mehr Licht einfangen und wenn das zusammengerechnet werden kann, dann ja, ist die Lichtstärke halt deutlich besser, aber bisher hat das nie so wirklich funktioniert, meiner Meinung nach, oder man hat es nicht gemerkt, aber bin ich sehr gespannt. Natürlich gibt es auch wieder den krassen Zoom und eine Ultraweitwinkelkamera. Außerdem ist das Display wieder sehr gut. Wir haben natürlich ein OLED-Display mit LTPO, 144 Hertz, welches auch schön groß ist. Also designmäßig und so muss jeder natürlich selber für sich entscheiden. Natürlich auch wieder Top-Komponenten. Und man muss halt generell einfach nur mal abwarten, ob es nach Deutschland kommt. Und wie Harmony OS, was natürlich auf dem Gerät vorinstalliert ist, sich mittlerweile so gemacht hat, denn davon hat man ja relativ wenig gehört. Und ich bin einfach mal gespannt,
wie es dann in einem neuen Gerät hier in Europa funktioniert, ohne die Google Play Services. Außerdem hat man mal wieder was von Motorola gehört und ich muss sagen, nostalgiemäßig bin ich da auch noch ein großer Fan von der Marke. Und sie haben eine Edge-Serie jetzt vorgestellt mit dem Edge Lite, dem Edge und dem Edge Pro. Natürlich, wie könnte es anders sein? Alle Geräte haben 6,7 Zoll und sind ähnlich gebaut und unterscheiden tun sie sich hauptsächlich in den Prozessoren. Es geht nämlich von einem MediaTek bis zu einem Qualcomm Snapdragon 860 ist es, glaube ich. 870 meine ich natürlich. Und dann ist es an sich so ein Anstieg von den Kamerasystemen. Wir haben erst ein recht normales Kamerasystem und dann bekommen wir in der Mitte bei dem Edge eine Zoom-Linse, eine dreifache dazu und bei dem Edge Pro dann eine Zoom-Linse mit fünffachen Zoom. Alle haben Weitwinkelkameras und sollten relativ solide sein. Was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist, dass wir bei allen Geräten ein 6,7 Zoll Display haben und auch die beiden kleineren Geräte 90 Hertz haben und das Pro-Gerät dann die 144 Hertz bei einem OLED-Display. Und die Preise sind 350, 499 und 699. Also ich glaube, ganz competitive ist es eigentlich wieder. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Geräte so machen werden in den ersten Tests. Dann kommen wir mal zu OnePlus, denn OnePlus hat das OnePlus Nord 2 vorgestellt und das ist halt mal wieder ein richtig guter Kassenschlager, würde ich mal sagen. Für 400 Euro bekommt man nämlich ein 6,4 Zoll Gerät mit 90 Hertz OLED Display. Wir haben einen Prozessor, der tatsächlich sehr unbekannt ist. Wir haben einen MediaTek Dynasty, irgendwie sowas, 1200, der aber tatsächlich ziemlich schnell sein soll. Also scheint MediaTek wirklich mal was Vernünftiges rausgebracht zu haben. Und wir haben halt so die typischen Sachen, UFS 3.1 Speicher, 6 oder 8 GB RAM. Wir haben tatsächlich laut den ersten Tests eine wirklich deutlich verbesserte Kamera. Es soll auch ein ähnlicher Sensor drin sein wie aus den OnePlus 9 Geräten. Also da wirklich ein großer Uplift, sage ich mal, in der Qualität. Also da ist wirklich wieder alles drin. Wir haben sogar 65 Watt Warp Charge. Also das ist echt ziemlich krass in einem Gerät für 400 Euro. Ich denke mal, es wird wieder eins der besten Geräte für 400 Euro sein, die es jetzt dieses Jahr so geben wird. Dann hat OnePlus währenddessen auch noch die OnePlus Buds Pro vorgestellt, die halt natürlich wieder an die Apple AirPods Pro erinnern und halt so aussehen mit einem kleinen Case. Und halt auch wieder Noise Cancelling haben, Wireless Charging, USB-C laden und so weiter. Für 150 Euro wahrscheinlich auch wieder ein sehr gutes Paket. Da muss man jetzt auch wieder abwarten, bis die ersten Tester das in die Hände bekommen haben. Um dann halt wirklich die Qualität von den Dingern zu erfahren. Aber sieht erstmal auf dem Papier ziemlich gut aus. Und wenn wir jetzt schon bei OnePlus und den Earbuds sind, kommen wir zu einer wirklich sehr interessanten News, nämlich die Firma Nothing, die gegründet wurde von Carl Pei, dem Mitbegründer von OnePlus wiederum. Diese Firma namens Nothing, die heißt wirklich so, die haben jetzt auch Earbuds vorgestellt. Doch bei denen ist es ein bisschen anders. Die kosten nur 100 Euro. Sie haben auch Noise Cancelling, aber deren Top-Feature ist halt so gesehen einfach deren Design. Denn sie kommen in einer eckigen Klarsichthülle, sag ich mal, oder Klarsichtcase. Und sind generell auf dem Ansatz gebaut, durchsichtig zu sein. Also man hat halt auch diesen kleinen Stem, dieses kleine Rohr, wie man es halt von den AirPods Pro zum Beispiel kennt, in durchsichtig und sieht die Technik da drinne. Und ich finde das Design tatsächlich echt ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie es in echt aussieht, aber auf Bildern sieht es zumindest schon mal cool aus. Es könnte natürlich auch irgendwie ein bisschen billig aussehen auf den ersten Eindruck oder so, aber ich sag mal, das kann jeder für sich selber entscheiden. Hat auch sowas wie Wireless Charging und der Klang soll auch ganz gut sein. Also für 100 Euro wahrscheinlich so die Kopfhörer, die das beste Rundumpaket haben. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück auf Prozessoren. Doch jetzt diesmal nicht im x86-Bereich, sondern im
ARM-Bereich. Denn ARM hat jetzt einen, wie soll man sagen, einen Mikrochip entwickelt, der auf Plastik basiert. Also es ist tatsächlich ein Mikrochip, der irgendwie auf Plastik gebaut wurde und so halt flexibel ist. Das heißt, so viel kann ich dazu gar nicht mal sagen, aber der ist halt einfach ein normaler Mikrochip, der sich verbiegen lässt, der halt rein theoretisch auch durch die Verträglichkeit, sage ich mal, von so einem Plastik, könnte er halt auch unter die Haut implantiert werden oder gesetzt werden, was man halt so aus Filmen kennt, irgendwie, keine Ahnung, ein Handy in der Handfläche oder halt, keine Ahnung, sowas wie einen NFC-Chip und sowas alles. Also eine wirklich sehr, sehr interessante Technik, natürlich noch in den Kinderschuhen und noch kein bisschen ausgereift, aber es ist schon verrückt, was man heutzutage alles so sieht und hört. Also einen Chip auf Plastik, das ist schon krass. Mir fällt auch gerade ein, man könnte rein theoretisch ja auch ein faltbares Handy so konzipieren, dass das Mainboard in dem Scharnier ist. Denn es ist ja biegsam aus Plastik. Bleiben wir nochmal kurz bei ARM. Denn wir haben ja jetzt schon häufiger gehört, dass ARM und Nvidia gemeinsame Sache machen, so gesehen. Und da gibt es ja auch irgendwie Gespräche um den Kauf, dass Nvidia ARM kauft. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt mittlerweile sogar schon durch ist, also dass ARM schon von Nvidia gekauft wurde. Auf jeden Fall trägt das Ganze jetzt Früchte, denn es gibt ein Konzept, ein Video über Gaming auf einem ARM-Prozessor mit einer RTX 3060 und es läuft halt mit DLSS und Raytracing und das Ganze gepaart halt mit einem ARM-Prozessor und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, denn ich sag mal, wenn man die Power von so einem ARM-Prozessor nimmt plus die Power von einer dedizierten Grafikkarte, was ja bisher die Macs noch nicht gezeigt haben, das sind ja bisher bei einem M1 MacBook, sind es ja noch integrierte Grafikkarten, jetzt einfach die Power von so einem ARM-Prozessor mit einer dedizierten Grafikkarte zu paaren, denke ich mal, ist echt ziemlich cool und würde auch so ein bisschen, die Power ins Gleichgewicht bringen, denn jetzt im Moment ist es ja eigentlich so, dass CPUs immer sehr, sehr heiß werden und die Grafikkarten immer so 10, 20 Grad kühler sind. Und ich denke mal, so wird sich das wieder auspendeln und besonders im Laptop-Bereich wäre das natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn die CPU nicht so viel Hitze ausstößt und auch nicht so viel Strom braucht, bleibt halt mehr übrig für die Grafikkarte und so kann halt einfach mehr Leistung generiert werden, besonders fürs Gaming. Und dann haben wir noch eine witzige News oder naja, für die betroffenen Leute ist es wahrscheinlich nicht so witzig, denn die Glücklichen von euch, die eine Nvidia GeForce RTX 3060 haben, sollten besser nicht das neueste Spiel von Amazon spielen. Das Spiel New World hat nämlich so gewisse RTX 3090 komplett nutzlos gemacht. Und das einfach nur, weil es ein Frame-Limiter hatte. Denn ja, die Grafikkarte ist halt wohl irgendwie auf ein Problem gestoßen oder so. Keine Ahnung, ich kann mir das jetzt selber auch nicht so wirklich erklären. Auf jeden Fall war in dem Spiel ein Frame-Cap drin von 60 FPS. Doch die Grafikkarte wollte so gesehen mehr FPS erreichen und ist dadurch irgendwie kaputt gegangen. Also hört sich wirklich sehr, sehr strange an. Aber es gibt tatsächlich jetzt auch schon einen Patch. Und man sollte einfach diesen Frame-Limiter ausschalten, wenn man eine 3090 hat. Aber ich denke mir so, okay, geiler Bug, der einem die Grafikkarte kaputt macht, für die man gerade mal so 1.500 Euro, wahrscheinlich bei den aktuellen Preisen sogar 3.000 Euro oder so ausgegeben hat, so ein Spiel, das erstmal kaputt macht. Das ist natürlich scheiße. Aber zumindest EVGA, der Grafikkartenhersteller, hat den Kunden angeboten, die Grafikkarten kostenlos zu ersetzen, wenn das passiert ist. Also immerhin, die haben einen guten Support und schätzen ihre Kunden. Dann haben wir noch eine interessante News von Netflix. Denn Netflix arbeitet ja schon länger daran, ein Game-Streaming-Abo zu entwickeln. Also ich sag mal sowas wie GeForce Now oder Shadow. Nur halt von Netflix, sodass man halt einfach Spiele sich bei Netflix wie Filme aussuchen kann und die dann einfach zocken kann. Finde ich erstmal ein super geiles Konzept, besonders wenn da halt so eine große Firma wie Netflix hintersteht, die sich halt mit Streaming generell auskennen. Und das
soll jetzt tatsächlich dann auch im Jahr, im zweiten Quartal diesen Jahres noch kommen. Nicht im zweiten Quartal, sondern im zweiten Halbjahr. Also dieses Jahr soll es eigentlich noch kommen. Ist natürlich abzuwarten, kann sich natürlich durch Corona und die Chip-Shortages halt alles nach hinten verzögert haben. Aber dieses Abo soll angeblich zumindest in dem größten Abo-Modell von Netflix, was halt im Moment 17,99 kostet, kostenlos mit integriert sein. Also, dass man einfach so auf dieses Game-Streaming-Abo zugreifen kann, ist natürlich die Frage, ob man sich dann irgendwelche Spiele vielleicht kaufen muss, um sie spielen zu können. Aber ja, ich sag mal, hört sich sehr, sehr interessant an, besonders wenn man es einfach kostenlos dazu bekommt. Ich weiß, die meisten Streaming-Angebote schlagen dann halt irgendwann einfach ein bisschen die Preise höher und dann wird das so verrechnet, aber gut, auf den Blick, ersten Blick ist es halt kostenlos. Dann kommen wir mal zu Microsoft, denn Microsoft hat zwei Dinge in diesem Monat getan. Das erste wäre Windows 365. Wie der Name schon vermuten mag, ist es natürlich ein Produkt der Office 365 Suite. Heißt, man kann Windows so gesehen auch wieder streamen. Also man hat eine virtuelle Maschine auf Microsoft-Servern, Azure-Servern. Und diese virtuelle Maschine kann man dann halt wieder in verschiedenen Konfigurationen ausstatten. Also so ziemlich, ich sag mal, wie Shadow eigentlich oder wie Shadow jetzt gedacht war. Und kann dann halt einfach ganz normal Windows benutzen und die Office-Apps da drauf. Ist halt hauptsächlich für Business-Kunden mit einem kleinen Business oder einem großen Business, die dann halt auch nur noch Thin-Clients benutzen wollen. Also das sind einfach nur, ich sag mal, dumme Geräte, die nur I.O. bereitstellen, also USB und Display-Eingänge, Ausgänge, sowas allem. Und die dann halt einfach nur aufs Internet zugreifen, um einem dann Windows 365, also diese virtuelle Maschine, anzeigen zu können. Und habe mich eigentlich schon gefragt, warum Windows oder Microsoft das nicht schon länger gemacht hat. Die haben halt einfach die Ressourcen dafür. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee und kann vielleicht ja auch für den einen oder anderen Privatkunden ganz interessant sein. Denn auf so ein Gerät kann man ja von überall an sich drauf zugreifen. Also von einem Laptop, von einem PC, von einem Handy und vielleicht sogar von einer Konsole. Also und dann halt überall arbeiten. Finde ich eine coole Idee, ist jetzt natürlich nicht zum Gaming gedacht, aber so für die Arbeit. Dann hat Windows noch eine andere Sache vorgestellt oder ich sag mal veröffentlicht, nämlich Windows 11 in das Beta-Programm. Seit heute tatsächlich, also ich nehme das hier jetzt am 30. auf, ist Windows 11 auch in der Beta-Variante, sage ich mal, verfügbar. Es war ja jetzt schon seit circa einem Monat so, dass Windows 11 in der Developer-Alpha, sage ich mal, in dieser Windows-Insider-Preview verfügbar war. Das war natürlich ein instabiler Stand. Der lief zwar wirklich sehr stabil, aber das sollte man nicht so auf einem produktiven System nutzen. Jetzt gibt es aber tatsächlich eine Beta. Das ist immer noch keine komplett runde Version, aber wie der Name schon sagt, ist halt einfach ein bisschen besser am optimiert. Es gibt halt noch einen dritten Schritt, das wäre dann der einfach nur der Preview, also man bekommt es halt so ein bisschen früher als alle anderen, aber das ist dann halt an sich schon die fertige Version. Die Beta ist noch nicht ganz fertig, aber finde ich wirklich sehr interessant und ich werde mir die tatsächlich auch auf meinen Laptop laden und ein paar Tests zwischen Windows 10 und Windows 11 schon mal machen und in den nächsten Wochen wird dann auch ein Video dazu kommen. Wie Windows 11 so ist und für den, der noch gar nichts davon wirklich gehört hat, der kann gerne abonnieren und vorbeigucken in mein Windows 11 Review-Test, was auch immer da jetzt dann demnächst kommen wird. Ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt, wie unterschiedlich es ist und was für Funktionen jetzt schon drin sind. Da wird demnächst dann auch ein Video folgen. Dann hat AMD auch heute die AMD Radeon RX 6600 XT vorgestellt. Diese Grafikkarte misst sich hauptsächlich, zumindest laut AMD, es gibt halt noch keine offiziellen Testberichte oder so, misst sich hauptsächlich gegen die RTX 3060
Und die wird auch jetzt am 11. August schon auf den Markt kommen. Es lässt sich natürlich sehen, ja, wie verfügbar die jetzt ist, aber die soll relativ, ja, ich sag mal, ressourcenschonend hergestellt werden. Also auf einem so einem Wafer, das ist so ein rundes Ding, wo halt diese ja, Prozessoren, sage ich mal, drauf gefertigt werden. Der soll halt wirklich sehr ergiebig sein, sage ich mal. Ergiebiger als die anderen Grafikkarten. Und ja, deswegen soll die Verfügbarkeit größer sein. Mal sehen. Auf jeden Fall soll die Performance über einer 3060 liegen. Das sollte sie auch, denn eine 3060 kostet 330 Euro UVP. Ich weiß, diese Preise bedeuten jetzt erstmal nichts, aber gut, man muss ja irgendeinen Vergleichswert haben. Und naja, das kostet eine 3060 und die 6600 XT kostet halt schon 380 Euro. Das ist schon mal deutlich mehr und ist halt auch eigentlich näher dran an einer 3060 Ti, die nur 400 Euro kostet. Und da lässt sich jetzt halt natürlich abwarten, wie sich dann die 6600 XT wiederum gegen eine 3060 Ti schlägt. Muss man halt abwarten, da gibt es jetzt keine Zahlen von AMD. Wahrscheinlich gleichwertig, wenn nicht ein bisschen schlechter, muss man halt abwarten. Ich bin halt sehr gespannt. Die, ich sag mal, die Grafikkarten von AMD waren ja wirklich immer jetzt aus der neuen RDNA 2 Generation, war die Performance ja immer wirklich sehr kompetitiv. Jedoch die Preise nicht immer unbedingt. Die Preise waren immer ein Stück höher als bei Nvidia pro FPS, sage ich mal. Und das, obwohl sie dann nicht ganz so gut performt haben und nicht so viele Features haben wie DLSS und Raytracing nicht so wirklich richtig funktioniert und ja, einfach sowas allem. Also muss man mal gucken, wie sich dann die 6600 XT schlägt. Auf jeden Fall ist sie halt gedacht für 1080p Gaming, deswegen hat sie auch nur 8 GB Videospeicher und das dann halt mit 60 bis 144 FPS oder 140 FPS. Ich denke mal, man kann auch 144p damit 1044p damit spielen. Ja, lässt sich einfach mal abwarten, wie die Performance so ist. Und dann kommen wir noch zu den letzten zwei Punkten und es geht um portable Geräte. Nämlich hat Steam das Steam Deck vorgestellt. Wer noch nichts davon gehört hat, das Gerät wurde jetzt in den letzten Tagen relativ hoch gehypt. Es ist halt einfach ein Handheld-Gerät wie eine Nintendo Switch. Und das halt nur als PC, funktioniert mit dieser Valve-eigenen ja, Steam OS, also das ist eine Linux-Distro, wo halt nur Steam drauf läuft. Ja, und das dann halt einfach in einem Handheld-Gerät. Da ist ein AMD-Prozessor drin und eine AMD-Grafikkarte, die nicht weiter jetzt erstmal spezifiziert wurde, also dafür gibt es noch nicht so einen richtigen Namen. Also scheint irgendwas Proprietäres nur für den Steam Deck zu sein, was schon mal an sich sehr, sehr gut ist. Man muss halt nur mal gucken, wie das alles so mit den Preisen und der Speicherkapazität ist, denn wie man weiß, sind Spiele mittlerweile relativ groß geworden und das ist ja an sich auch nichts Schlimmes, denn Speicher ist ja günstig geworden, jedoch nicht bei solchen Geräten. Das Steam Deck startet zwar bei 420 Euro, nice, 420, aber wir haben nur 64 GB eMMC-Speicher da drin. Erstens, 64 GB sind an sich zu wenig, denn da kriegt man heutzutage vielleicht dann ein Spiel drauf und das war's, vielleicht zwei. Und eMMC ist halt der langsamere Storage. Die anderen beiden Konfigurationen mit 256 und 512 GB kosten dann aber deutlich mehr. Also die 512 GB, die man an sich am ehesten kaufen würde, die kostet halt schon dann 680 Euro und das ist dann schon wieder ziemlich viel für so ein Handheld-Gerät, was wahrscheinlich die meisten Spiele nicht mal auf 60 FPS spielen kann. Lässt sich auf jeden Fall abwarten, wie das Ganze so funktioniert, wie gut es ist und ja, muss man einfach gucken, wenn das Ding auf dem Markt ist, wie die Tests dann so ablaufen. Aber ich habe ja gesagt, wir haben zwei mobile Geräte. Und damit lassen wir jetzt auch mal wieder so einen kleinen, ja, ich sag mal so ein typisches Ding für die News hochleben. Nämlich enden wir bei den News mit der Nintendo Switch. Denn die Nintendo Switch hat ein Update bekommen. Leider wurde nicht eine Pro-Version vorgestellt, wie das ja eigentlich alle dachten, sondern es ist einfach nur ein, ja,
ein Update halt einfach. Wir haben ein größeres Display, jetzt nicht mehr 6,2 Zoll, sondern 7 Zoll und es ist OLED, aber es sind immer noch die 720p, also nicht wirklich gut. Und wer es nicht weiß, OLED hat eine andere oder hat ein Subpixel weniger. Das bedeutet, ein OLED-Display ist von Natur aus nicht ganz so scharf wie ein LCD-Display oder IPS-Display mit der gleichen Auflösung. Also wird es wahrscheinlich sogar schlechter aussehen, nicht von den Farben und der Helligkeit und so. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr viel besser sein, weil es OLED ist. Aber es ist halt dann wahrscheinlich noch unschärfer. Und es ist halt einfach größer, 7 Zoll. Muss man mal gucken, ob da die Auflösung ausreicht. 800 oder 900p hätten es ruhig sein können. Und wir haben einen verbesserten Kickstand. Das ist jetzt nicht mehr dieser kleine, sondern geht über die gesamte Länge. Aber ja, Nintendo, was ist da los, Alter? Also wir haben jetzt immer noch alte Hardware. Es wurde ein bisschen was verändert. Und ich sag mal, so wie die Switch jetzt da steht, hätte sie eigentlich rauskommen sollen. Und jetzt den Preis von 330 auf 350 Euro anzuheben, wegen einem OLED-Display, ist, glaube ich, ein bisschen falsch. Es ist halt einfach sehr traurig, dass nicht eine Pro einfach jetzt mal rausgekommen ist. Ich hoffe, die kommt noch dieses Jahr. Das wäre wirklich sehr cool. Aber man kann auf jeden Fall dann sich darauf einstellen, dass es die Switch geben wird und die Switch Pro. Das heißt, die Switch Pro wird deutlich teurer als die normale Switch. Also kann man wahrscheinlich mit 500 Euro oder so rechnen. Und dann muss man natürlich wieder abwägen, ist es einem das wert oder kauft man sich vielleicht eine vernünftige Konsole so gesehen. Muss man dann alles abwarten. Aber sehr, sehr schade. Trotzdem sind es Verbesserungen, die nötig sind oder nötig waren. Und ich sag mal, wer sich so oder so noch eine Switch kaufen wollte, der kann sich jetzt eine bessere holen. Und dann kommen wir zu den Gerüchten. Und da haben wir diesmal auch wieder nur zwei an der Zahl. Ich möchte die Gerüchte so ein bisschen, ich sag mal, zurückfahren, denn ja, im Moment ist es halt sowieso nicht wirklich ja, einfach da durchzusteigen, welche Gerüchte man jetzt trauen kann und welchen nicht. Und ja, ich sag mal, ich bin es auch ein bisschen leid, denn die Gerüchte sind sowieso irgendwie immer dasselbe und dann am Ende doch falsch. Also ja, bin ich im Moment kein Fan von. Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal besser, aber so jetzt erstmal so relevante und ja, trotzdem irgendwie neue, interessante Gerüchte. Deswegen auch nur zwei. Anfangen tun wir mal wieder bei Intel, denn Intel möchte laut Gerüchten Global Foundries aufkaufen. Wem das jetzt nicht sagt, nicht schlimm, denn Global Foundries ist auch wieder so ein Chiphersteller. Denn es gibt halt Samsung, Intel alleine, also die stellen auch Chips her. Zum Beispiel solche Firmen wie Nvidia oder AMD, die stellen gar keine Chips her, die lassen das machen bei halt Samsung oder TSMC ist der größte. Und halt auch Global Foundries. Global Foundries ist der viertgrößte Chiphersteller auf der Welt. Und ja, somit würde Intel dann halt deutlich an Zuwachs gewinnen. Und ja, wenn Intel die halt aufkaufen möchte, dann wird das so geschätzterweise 30 Milliarden US-Dollar kosten. Also ja, ganz schön viel Kohle. Und ja, das würde Intel dann halt wieder auf Platz 1 schieben vor TSMC, was die Chipproduktion angeht. Ich bin echt mal gespannt, ob das durchgeht. Ich habe ja eigentlich so meine Zweifel, aber ich sag mal, wenn Nvidia schon ARM kaufen kann, dann, ja, ich sag mal, ist das Kartellamt anscheinend auch nicht unbestechlich, ne? Denn, ja, wenn Nvidia ARM kauft und dann kann Intel auch Global Foundries kaufen, denke ich mir. Ja, mal sehen. Wird auf jeden Fall sehr interessant und ich bin mal gespannt, ob es so kommen wird, denn ja, das wird Intel auf jeden Fall wieder ordentlich nach vorne schieben. Und das letzte Gerücht ist wieder von AMD, denn im August soll tatsächlich noch die Threadripper 5000 Generation vorgestellt werden und das wäre halt auch wieder sehr interessant, denn ja, das sind halt einfach die, ich sag mal, die Pro-Consumer-Chips von AMD. Es sind an sich eigentlich immer nur EPYC-Prozessoren, neu gebrandet, sage ich mal, für Consumer. Bedeutet einfach, also die EPYC-Prozessoren sind halt
die Serverprozessoren von AMD. Und das würde halt einfach bedeuten, dass man dann rechnen kann mit einem 16 bis 64 Kerner. Natürlich immer mit Hyper-Threading, also so 32 bis 128 Kerne. Und die dann halt auch jetzt auf Zen 3 basieren würden. Was einfach heißt, die Per-Core-Performance ist deutlich, deutlich höher. Was halt besonders interessant ist bei solchen Prozessoren, die viele Kerne haben. Die haben dann halt meistens eine schlechte Einzelkern-Performance. Und Zen 3 verbessert sowas ja deutlich. Wäre natürlich dann sehr interessant für so ein Beast mit 64 Kernen, dass dann halt auch der einzelne Kern deutlich schneller laufen kann als zuvor. Und generell sollen die halt ziemlich, ziemlich krass werden. Das sieht man alleine schon daran, dass so eine CPU dann wahrscheinlich, wie die EPYC-Prozessoren, bis zu 280 Watt verbrauchen können. Und das lässt so die meisten Motherboards, Mainboards, spitzen, denn die haben nicht mal eine Stromversorgung für solche Dinger. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Dann halt auch mit PCIe 4 und wahrscheinlich noch mehr Lanes. Wird sehr interessant, aber wahrscheinlich sowieso nicht kaufbar im Sinne von viel zu teuer und nicht verfügbar. Das war es dann auch wieder mit den monatlichen Technik-News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich habe auch jetzt nichts Relevantes vergessen. Wenn ich sonst was vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, das würde mir wirklich sehr helfen. Und dann würde ich sagen, macht's erstmal gut, bis zum nächsten Video. Ciao!